weißt immer noch nicht, wie man einen Blueshell mit einem Pilz in Mario Kart 8 Deluxe dodgt? Oh boy, dann pass mal gut auf. Es ist wirklich super simpel. Alles, was du tun musst, ist den Pilz zu nutzen, wenn die Blueshell ihre stachelige Seite zeigt. War das zu schnell? Dann nochmal in langsam. Erst verhöhnt dich die Blueshell, indem sie über dir kreist. Wenn sie dann bereit ist, dein Leben komplett auszulöschen, zeigt sie dir zunächst ihre weiche Seite, um dich in Sicherheit zu wiegen. Da wir aber natürlich keine Geckos sind, fallen wir auf diesen billigen Trick nicht rein, sondern warten Zen gleich darauf, dass sie uns ihr wahres Ich offenbart. Und genau dann, wenn sie ihre stachelige Seite zeigt, nutze den Pilz und jiet es davon, ohne getroffen zu werden. Wenn nötig, auch mehrfach hintereinander. Aber wusstest du auch, dass das absolut nichts mit dem erhaltenen Speedboost zu tun hat, dass das funktioniert? Es kommt tatsächlich einzig auf das Timing vom Pilz an und das auch nur, weil Nintendo es so wollte. Ansonsten wäre es egal, ob man den Pilz etwas früher auslöst, denn der Speedboost bleibt ja gleich groß. Aber stattdessen fliegt man in die Luft, als wäre man ein f***ing Creeper. Warte, du glaubst mir nicht? Dann schau dir das an. Macht auch Sinn, denn sonst könnte man ja auch mit Driftboost oder Tempostreifen den blauen Panzer ausweichen, was ihn nun wirklich doch zu sehr nerven würde, oder? Warte, was?